Einen fetten Hellgrüß von mir, eurem Marv. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einem neuen Ründchen von Paragon. Und ich bin natürlich nicht alleine, ich habe Verstärkung dabei. Jo Leute, ich bin auch mit am Start. Und ja, wir gucken heute nochmal, was wir so machen können, was wir heute drauf haben. Ich bin mal wieder mit Chimera unterwegs, Glubschi mit Greystone. Und ja, ganz ehrlich, wir haben bis jetzt sehr viele Matches verloren. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber an uns lag das nicht. Es lag manchmal einfach daran, dass wir ein Mate hatten, was einfach komplett AFK war. Oder dass wir Leute hatten, die einfach für sich gespielt haben. Manchmal hatten wir auch Abonnenten dabei, da lief es sogar ganz gut. Da waren dann halt die Gegner einfach besser. Deswegen wollen wir heute einfach nochmal gucken, was geht. Was können wir so machen? Ich hoffe, dass wir dieses Mal gewinnen. Da würde ich mich echt drüber freuen. Was sagst du dazu? ADD muss ich haben. Oh, oh. Ja. Wo ich gerade bei Teamplay war, ne? Ich bin raus. Ja, du kriegst die nächsten Ball. Ich habe das nicht mitgekriegt, dass ich die geplättet habe. Dann hat er mein Sidekick mitgekriegt, genau. Hast du geplant, Alter? Du hast dir das heute Morgen eiskalt ausgerechnet. Ja, auf jeden Fall. Ich hänge da so am Tisch mit so einer Matheformel. Wann muss ich wie zuschlagen, damit ich den Wind hinkriege? Du berechnest alles wie bei South Park, wo er da irgendwas berechnet hatte, mehrere Tage braucht. Genauso hat Glubschi das gemacht. Ne, den kriege ich nicht. Und da schnappt sich schon kein mehr. Ah, zusammen mit South Park kann ich klappen. Aus dem Jungle zu. Das ist nett. Wärst du noch da gewesen, hätten wir... Oh, okay, da ist er. Nein! Oh, ich wollte ihn noch. Du, Abstauber, du. Du staubst so immer alles an, was willst du? Hey, ein Minion, ey, und du nimmst mir direkt einen Spielerkill. Ja, Alter, ein Minion, das waren zwei. Ja, das waren zwei Jungle-Minions, Alter. Ja, der eine gehört aber sowieso mir. Das heißt, ich hab dir nur einen geklappt. Ja, ich weiß, aber den hast du auch abgestaubt. So, dafür gehören die beiden hier jetzt mir. Du bist ja da drüben hier im anderen Jungle. Oh, fuck, 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 fuck. Hoffentlich hat der mich nicht gesehen. Oh. Undercover in the Jungle. Oh. Die neue Serie auf RTL. Das sind die ganz harten, sag ich dir. Oh, ja. Das neue Asi-TV. Ich pinke gleich einen Kreis um mich rum und zünd den anderen. Sieht mich keiner. Kriegst erstmal einen Stein auf den Kopf. Tja. Ja, was hast du denn vor? Da bist du eine Ballerina oder was? Erstmal ein Kreischen. Oh, ist der Meinst du jetzt sagt, mich oder? Weil das mit der Ballerina sollte keiner wissen. Oh, tut mir leid. Nee, ich meinte nicht. Okay, jetzt muss ich mich outen. Nein, Spaß. Ich bring deine dunkelsten Geheimnisse ans Licht. Tja, was soll ich da noch sagen? Flugschi-Detektiv. Mastermind Glubschi. Ich hab da irgendwie gerade so ein Bild vom, ich wollte gerade sagen, Bild vom Kopf. Ein Bild im Kopf. Also das mit Mastermind irgendwie ganz schnell zurück. Ja, am besten, ja. Das passt irgendwie nicht zu mir. Nee, wir nennen dich einfach Glubschi. Ja. Das ich glaube, das passt zu allem. Also. Hey. So. Die sind ja wieder gespawnt hier direkt, die Frechlinge. Hol ihn dir! Spielst du mit deinem Hund gerade statt hier einen Tang oder was? Hol ihn dir! Ja, ich habe mich mal mit Gideon unterhalten. Aber du kennst ihn ja, er teleportet sich sofort woanders hin. Ja, ein bisschen schüchtern. Ja, so ist er halt, ne? Oh, wir haben rechts keinen, das ist gut. Ja, ich meine, wofür brauchen wir die Seite auch? Boah, voll unnötig. Boah, da kommt er an, ey. So, der gehört dir. Mach dir noch einen Schlag, so. Alles klar. Dann stell ich mal schon mal den Sammler auf. Gut, stell du doch den rechten. Ja, okay, dann stell ich den rechten auf. Oh, ich bin schon hier. Muriel, die Nacktschnecke ist tot.
Na, ich selber Bock macht das bei uns schon, das muss ich nicht machen. So, nehmen wir auch ein Higher Train mit. Okay, gehe ich da jetzt drauf, bin ich höchstwahrscheinlich gleich nicht mehr da. Ich gehe mal Ich könnte gerade deine links Hilfe rüber. gebrauchen. Oh. Ja, ist da tricky. Also links kommt Steel und Hooks an. Ja, komm her, Gideon, was willst du? Ich hatte heute in der Runde echt eine Abfuck-Taktik mit Murdoch. Ich habe eigentlich nur die ganze Zeit meine Lane verteidigt, hatte zwei Gegner auf mich gezogen die ganze Zeit und ich stand immer nur vor meinem Turm und habe da meine Minen hingeplantet, dass sie da nicht durchkommen, ohne Damage zu kriegen. Das ist auch wieder, ich will jetzt nicht sagen feige, aber richtig. Was soll ich denn machen? Ne? Also, du weißt, wie man es macht. Oh ja, was soll ich denn machen als Murdoch alleine gegen Brooks und Iggy? Natürlich sofort in den Nahkampf gehen, Alter, was denn sonst? Ja, mit einer Schrotflinte. Eigentlich geht man in den Nahkampf, eben. Ja. Dafür sind die ja da, die Dinger, ne? Wurden extra dafür gemacht. Gut, ich gehe jetzt. Ne, Moment, er geht rechts rüber. Oh, Steam. Dann würde ich mal sagen, mittig ist Gideon, er geht mir echt auf die Eier. Ich könnte hier mittig mal Hilfe gebrauchen. Ja. Falls du da gleich mal Zeit hättest. Ja, gerade noch nicht. Ein Kollege von mir hatte übrigens einen mega Fail in Paragon. Das erinnert mich hier gerade, weil ich die Aktion auch gebracht habe. Und zwar bin ich. Gerade wenn du in die Mitte gehst, kannst du ja auf diese erhöhten Plattformen, ne? Ja. Und er ist da auch hochgegangen, weil er Sparrow gespielt hat. Er sniped immer gerne von da mit seinen Viereckattacken. Springt dann von da aus in den Jungle und stirbt durch Fallhöhe, was ja eigentlich an sich überhaupt nicht geht. What the fuck? Er ist da runtergesprungen, war sofort tot. Keiner hat ihn vorher angegriffen. Er hat gesagt, er spielt das Spiel jetzt ein paar Tage nicht mehr. Er hat keinen Bock mehr. Tja, also liebe Grüße an dieser Stelle. Legendär gemacht. Der Fallschaden lässt grüßen. Ja. Ja, der will sich hier Muriel holen. Da helfe ich ihm mal. Also nicht dem so. Gegner. Das ist so lustig. Ja, ich bin gerade. Oh, du bist gar nicht mehr in der Mitte. Nee, oh. Ich bin rechts. Oh, ich begrüße dich Achtung, einfach mal ein bisschen. Ach, hier ist ein bisschen viel los. Ja, ich weiß nicht, soll ich zu Hilfe kommen oder? Also, wenn Cyborg sich hier zurückziehen würde, dann geht das eigentlich. Ja, gut. Ich bin einfach mal hinter euch, falls ihr mich braucht. Oh. Wie ich sehe, hat er sich zurückgezogen. Naja, er hat sich bis hierhin zurückgezogen. Da bist du auch richtig sicher, wenn Gideon ankommt. Ja, natürlich, also. Oh, Brooks, nee. Was ist das für eine, Alter? Da stand keiner. Er war sehr optimistisch. Sagen wir es so. Was ist das denn für ein? Er denkt wirklich, er hat den längsten und kommt überall ran, wa? Ja, vielleicht hat er. Oh. Ich hab mich gerade gewundert, was. Ey! Oh shit. Ich bin da. Ich hab mich gerade gewundert, was um dich rum für eine rote Kugel fliegt, wo die auch einmal herkommt. Ja, ich hab schon mal Weihnachtsschmuck rausgeholt. Ja, wird ja auch langsam Zeit. Also, da bist du mindestens genauso weit wie die ganzen Supermärkte. Die hauen ja auch so pünktlich zum Mitte August die Weihnachtssachen schon raus. Ja, was auch sonst, ne? Da denke ich mir auch immer so, Alter, Leute, jetzt echt schon, jetzt. Wie mich das jetzt abfuckt gerade. Ich hab Grooks fast gekillt und dann haut er noch mit seiner Scheißattacke ab. Ich hab's gesehen. Das war. Da weißt du ja, wie geil ich mich gerade fühle. Oh ja. Konntest du nicht nochmal hinterher springen mit deiner R1? Gideon war noch da. Ach, der kann nichts. Ja, ich weiß, aber. Hey,
Wir haben hier rechts noch keinen Sand, ne? Erstmal Ah, Pokémon. fuck, ey. Lass mal hier mittig und dann rechts rüber. Also, Ja, können wir gleich weiß ich machen. nicht. Dann können wir da keinen Mauer noch Geh noch machen nicht drauf, irgendwie. bitte. Oh! Rückzug! Hau ab! Lauf! Okay, die Ich laufe doch verfolgt schon, Mann. Jetzt mach mir keine Angst, Alter. mich. Alter, ich wollte mich gerade in das Unsichtbarkeitsfeld Ich bin da ganz gechillt am stehlen. Minions killen und auf einmal kommst du um die Ecke. Lauf, lauf, lauf! Ich war da gerade in den Unsichtbarkeitsfeld reingelaufen und wollte mich da erst noch verstecken, bis du halt Ich war so ankommst gechillt, ich hätte einschlafen können, ja, und dann kommt da dieser Typ um die und. Ecke, bringt irgendwie alles mit, was es gab, und schreit lauf. Ey, lass das mal. Ja, ich bin da halt reingerannt und dann wollte ich da erstmal auflungern auf Feng Mao und Krux. Und dann steht da auf einmal Steel drin und guckt mich an. Ich bin nur so, oh, Scheiße. Geil, ey. Da wartet er doch schon auf dich. Na, was willst du, Gideon? Komm rüber, sonst kann ich nicht Aua. mit dir reden. Er ist noch ein Schüchtern. Muril ist auch so ein geiler Unterstützer hier. Fliegt an mir vorbei und heilt mich nicht. Ist Geile Aktion denn? erstmal. Ja, aber die Heilung, die ist ja auch nicht für immer. Soweit ich Ja, weiß. schon, aber könnte ich jetzt schon gut gebrauchen. Oh, moin. Achtung, hinter euch ist Chimäre. Schon gesehen und Muriel wird sterben. Okay, oder er fliegt zu mir. Moin. Ja, hau ab. Ey, das war knapp. Nee, lass Braucht ihr meine mal. Hilfe? Ja, so langsam bin ich schlecht. Ja, okay, ich komme mal rüber. Ja, mach Was macht Nachgang noch Severok kurz. eigentlich? Was für ein Lappen, ey. Weiß nicht, was macht er denn? Der läuft einfach in der Mitte rum, wo keiner ihn braucht. Oh, das ist immer gut. Oh, aua. Achtung, Achtung, Feng Mao. Ja, schon gesehen. Fucking, Alter. Da müssen wir jetzt aufpassen. Wer meint das groß nicht hier? Ja, Ultimate bereit, dann helft doch mal, du Spaß. Echt? Er heilt einfach mal die Gegner. Will er zumindest irgendwie. Nö, mich hat er auch geil kommen. Ja, schön, ich nicht. Ich stehe hier immer noch. Ja, du hast ja auch mehr Leben als ich. Ja, schon, aber er sieht mich einfach gar nicht. Ist unsichtbar. Wusste gar nicht, dass du Kalari spielst. Aua. Hä? Was? Ach so, ja, jetzt ist es okay. Alles klar, alles klar. Spätzünder. Wenn wir hier irgendwie mal was erreichen würden, aber wir stehen hier einfach mal rum. Richtig geiler Moment gerade. Na Moment, ich gehe mal einmal zurück, bessere mich auf, dann habe ich volles Leben und von mir aus können wir dann mal versuchen aufzugehen. Na, okay, mache ich auch. So, packe ich den Sammlerschlüsselmarisch. Was brauche ich denn? So. Aber jetzt brauchen wir auch einen in der Mitte. Wo ist denn unser ganzes Team? Unser Team, ja, Sparrow ist nur bei Sammlern unterwegs. Was läuft denn bei Severok? Severok, der guckt sich die Pflanzen im Jungle an, weil die kann man ja so jetzt nicht kaufen, ne? Die findet er richtig geil. Ja, ohne Spaß, Und der Typ hat, glaube jetzt mal ich, Spaß echt. beiseite, sowas regt mich einfach auf. Also, der ist im Jungle gewesen, hat, ist einmal kurz rausgegangen, hat sich Chimera angeguckt, wie er in der Mitte irgendeinen Scheiß macht und geht wieder Und zurück. ist gegangen, oder was? Ja. Was ist das für einer, ey? Nein, ich wollte ihn absnacken.
Der faire Glubschi. Ah komm, der hat so komisch gespielt, den hätte er nicht verdient. Ja, das stimmt, das stimmt. So, Koks hat gerade so verdächtig geguckt, ja, genau. Er weiß, dass ich hier bin. Ey, Bro, Bro, ey! Junge, was hast du so viel Leben? Was ist denn falsch bei dir? Hör mal auf damit! Das gilt ja den auf Tank oder was? Sieht ja irgendwie so aus. Komm mal zurück. Ey, pst, ich muss dir was erzählen. Ich muss dir was erzählen! Arschloch. Kommt er echt noch davon, ey? Ich glaub's ja wohl nicht. Tutu. Lol, wo kommt der denn jetzt her? Hör mal auf damit, bitte. Outplayed! Oh shit. Oh shit. Fuck, da braucht er jetzt meine Hilfe. Ja, oder er kommt zu mir, okay. Ach ja, fuck, der Turm ist ja weg. Ich stehe hier gerade so sicher in dem Kreis drin und denke so, ja, die greifen mich schon nicht an. Ich habe ja mein Turm. Aber da ist gar kein Turm mehr. Scheiße. Ja, wir bräuchten hier echt mal Hilfe. Also, der Typ, der mit mir rechts auf der Lane ist, wie sage ich das jetzt, ohne ein Arschloch zu sein? Der ist ein Arschloch. Der macht irgendwie alles alleine. Ja, gut. Richtig legendär, wie er spielt. Wenn du mal mit Greystone hinterlaufen. Ach nee, du bist gerade. Ja, du bist beschäftigt. Ich komme zu dir rüber. Habe ich gesehen. Ein bisschen Party schadet nie. Jawohl, Freunde zum Spielen. Oh. Jetzt staubt er den ab. Ich glaub's nicht. Boom, da bin ich wieder da. Oh, das ist Minion. Das ist jetzt bitter. Oh, oh. Nein, nicht blockieren. Böse Minions. Böse Minions. Das ist echt. Böse. Aua, aua, aua. Ich blute. Aua, ich hab meine Sage. Oh, das tut mir leid für dich. Nein! Jesus, lass mich bitte leben. Schöner Gesang. Boah, die sind hier eigentlich richtig am Arsch hier gerade. Nee, sind sie nicht. Soll ich rüberkommen? Wäre nicht schlecht, ja. Bin auf dem Weg. Stirb! Fuck. Okay, aber damit habe ich ehrlich gesagt gerechnet, dass ich sterbe. Wie hat er das denn so schnell gemacht? Nett. Komm, den kannst du finden. Ach, schade, ich wollte zurück abstauben, hat nicht geklappt. Irgendwie haben wir links schon eine Türme weg. Und dann geht denn hier die Tür. Gut, ich bin eben zurück in der Base. Oh Gott, jetzt kommen hier Stil und kein Mörder oder was? Wäre gut, wenn du gleich rechts rüberkommen könntest. Ich komme rechts, kein Ding. Bin da. Gleich. Achtung, Muriel, der Vollprofi kommt. Alles klar. Jetzt.
Jetzt gibt's auf Ich hinterlaufe die im Jungle, ja. Okay. Yay. Ja, Rückzug nicht. Aber ihr müsst. Ja, Rückzug, genau, ich komme. Rückzug. Ja, also. Du wolltest dir ja hinterlaufen. Ich bin da, aber wenn ich da jetzt alleine drauf gehe, bin ich tot. Das bringt mir nichts. Nee, ich würde ja mit reinkommen. Also ich stehe hier. Ich wollte nur, dass Muriel da nicht. Du kannst dich wiederbeleben, du gehst zuerst. Ich kann mich gerade noch nicht wiederbeleben. Es sind 70 Sekunden. Okay. Super Schlachtplan, wir auch von Muriel. Okay. Bin ich bei. Also ich finde, wir müssen dafür abstimmen. Ich bin dafür. Komm, geh drauf, geh drauf. Ich bin auch oh, hier. Oh, oh. Silverwalker Falls, ey. Alles klar, was ist hier los? Was ist hier los, Alter? Ich sehe überhaupt nichts. Nice. Ja. Jawohl. Gut. Das hat geklappt. Keine Ahnung, was wir genau gemacht haben, aber läuft. Ich hab einfach nur L2 gedrückt und versucht, einen Gegner zu treffen. Hast du einen Kill bekommen? Nein. Schade. Aber ganz viele Assists. Ich hab 5 mittlerweile wieder, ja. Guck, ich hab 3. Ich weiß echt nicht, wie du das machst. Also, da hast du echt geheime Künste. Oh ja. Master of Assist. Ja, also wer auch so viele Assists haben will, einfach mal vorbeischauen. Tatsache. Ich meine, alles kostenlos beigebracht. Wahre Wort. Ey. Aber ich glaube nicht, dass jemand auf Assists neidisch ist. Nicht? Ja, also jetzt. Ich zum Beispiel nicht. Ich gehe mal. Ich weiß nicht, das sind da eigentlich richtig viele. Aber die scheißen gerade aus irgendeinem Grund ab. Ich gehe mal nach links, ja? Ja. Was sind das da wieder für Leute, ey? Die waren da wirklich zu dritt gegen 2 und verlieren. Ja, kann man auch machen. Aber in der Mitte verlieren wir jetzt auch. Ey, ihr wollt mich doch an den Rand des Wahnsinns bringen hier. Es kommt noch einer Alter, links du rüber. Bist so ein Scheiß Abstauber, ne? Ich helf dir nicht mehr. So. Den hole ich mir. Ich könnte hier gleich Hilfe gebrauchen. Wäre nicht schlecht. Ich muss gerade abhauen. Die kommen euch in den Jungle entgegen. Ja, ich bin am Weglaufen, Mann. Die haben mich fast gekillt. Das war gar nicht gut. Chen Mao hat mich mit 2 Schlägen wirklich fast geholt. Er ist auch tot und er ist auch recht tot. Kannst du eben an den Sammler gehen oder meinst du, die töten dich dann? Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Ja, ich will jetzt auch nicht zu viel riskieren, war ja nur eine Frage. Nee, die machen mir noch gerade kaputt. Tschüss. Guck mal, ob ich die von hier ein bisschen überraschen kann. Kommt, ihr wollt die Mitte haben. Gut, ich gehe mal eben zur Base und skill mich neu. Sind hier jetzt alle weg? Okay, ist wieder in der Mitte. So, ich merke aber wirklich schon wieder, wir haben bei den Gegnern nichts zerstört und sind selbst schon wieder am Einstecken. Shit! Und Geräusche machen. Aua. Was war das? Uncool. Aua. Ich komm dir entgegen, ja? Nö, brauchst du nicht, alles gut. Alter, das ist Gideon. Wieso rennst du vor Gideon mit? Weil Steel da gerade noch war. Also, ich erklär's dir. Lock ihn an, ich stehe oben. Ja, okay. Will er nicht. Er hat hier halt keine Minions. Plan A ist so rum. Ich geh mal hin. Er wollte sich wegporten.
Das tust du mir nicht an. Ja. Ich wollte schon sagen, das tust du mir nicht an. Ach, du warst das? Ja. Nein. Alter, sorry. Ich dachte mir, nee, der kriegt dir nicht. Der hat mir vorhin nicht geholfen, weil Severbock auch da war. Oh, fuck, Alter. Das lief echt nicht nach Plan. Okay, das mache ich wieder gut, ja? Scheiße. Das regt mich gerade echt auf. Also um einmal meine Geräusche zu erklären. Ich stand oben in der Mitte auf diesem Toaster, wo man halt hochlaufen kann. Und ja. Wollte halt gucken, wenn einer aus dem Jungle rauskommt, in die Mitte, dass ich den von oben angreifen kann. Dass er so ein bisschen überrascht ist dann. Da kam halt keiner. Und dann dachte ich mir, ja, guck mal in den Jungle, vielleicht sind die Mitarbeiter alle weg. Bist ein bisschen vorsichtig, springst da rein, landest zwischen Steel, der gerade an dir vorbeigerannt ist, und Gideon kommt auch noch an. Leute, bei dir. Boah, Steel hatte mich Gott sei Dank nicht gesehen. Moment, war da gerade einer im Jungle, oder? Ich lauf mal schnell zu Muriel, ich glaube, die wird verfolgt. Geh mal rechts rüber, da haben wir die Minion schon ein bisschen weiter vorne. Wir haben die ganzen Gegner bei uns links im Jungle, wirklich. Krux läuft da rum, Steel läuft da rum, Feng Mao war da gerade, also wir müssen da mal was machen. Gideon, geht es gerade rüber zu dir? Alter, will er mich verarschen? Ich würde sagen, ich komme zu dir, wir können uns absprechen, sollen die anderen noch links gehen. Warte mal, Krux ist mittig. Ja, also, ah, da ist er. Ja, Steel kommt hier auch, Mann. Weißt du, ich denke mir gerade so, ja, rechts sind die Minions kurz vor dem Turm, da kannst du mal kurz hin und ein bisschen Damage machen. Also, ja, nö. Halte den da, Alter, die lassen den entkommen. Wie schlecht seid ihr eigentlich? Dasselbe da stehen Muriel und Sparrow zu zweit. Von hinten kommt Grux, die lassen ihn vorbeilaufen. Genius. Ich könnte gleich Rechtshilfe gebrauchen. Bin auf dem Weg. Da sind Steel und Gideon. Da in der Mitte kommen jetzt Krux und Feng Mao. Ja, da sind drei. Da sind shit. Drei. Wir haben einfach mal null Chance. Ey, Leute! Ey! Ey, Leute! Freund! Gay Stone! Wie geht's so? Oh nein, der kann ja springen! Oh fuck! Du bist so ein Profi, ne? Ach komm, easy. Absolut kein. Nein, ihr kriegt mich nicht, jetzt hört doch mal auf damit! Sie versuchen wollen, mich hier rauszuschwitzen, ey. Ja, ich sehe sie. Leute, ich glaube, Muriel hängt fest! Der hängt fest! Der kommt hier nicht weg! Wie geil ist das? Warum? Weiß ich nicht! Ich stell mich vor den, dann verliert er kein Leben. Verpiss dich da jetzt mal was. Ich kann nicht! Jetzt gehen die. Er kann sich. Ich glaube, der hat geleftet, Mann. Nee, glaube ich nicht. Ich hatte denselben ich weiß nicht, Fehler auch mal. Wenn er zur Base geht, dann ist er raus. Ich hatte den Fehler auch mal. Da konnte ich mich auch nicht zurückporten. Also da hat echt gar nichts funktioniert. Wir müssen das jetzt mal verteidigen. Glubschi, komm mal bitte in die Mitte. Ja, dafür muss ich einmal zurück in die Base und Game auffüllen. Danke, Sparrow. Wie er da rumhängt. Er kann da echt nichts machen, ey. Oh Mann, wie mich das hier gerade aufregt. Jetzt kommt kein Memory rechts an. Ja, ich bin aber da. Er ist nicht alleine. Wie er da herumhängt. Das ist schon ein bisschen geil. Er ist wieder. Ja, er bewegt sich noch. Ja, bewegen tut er sich die ganze Zeit. Also, er schießt ab und zu mal. Aber das scheint nicht zu helfen. Okay, jetzt hat er irgendwas gemacht. Ja, oh, jetzt wieder da. Jetzt hängt er da fest! Wie schlecht, Alter!
Wie geil ist das denn? Da können wir nichts machen. Hängt einfach an dem Ort fest dann. Aber überleg mal, das passiert dir wirklich und du bist gerade gut, wie du dich aufregst, ey. Ich geh mal kurz links rüber, das Stil besuchen. Nee, hey, wir brauchen Stil. Dich hier, Alter. Ja, aber Stil macht sich hier sonst den Inhibitor zeigen. Das kann ich nicht zulassen. Jetzt, so, stirb doch endlich, Mann! Boah, ich hab einen Kill. So, den hab ich. Was macht Sparrow eigentlich die ganze Zeit? Leute, ja, Vorsicht, ist der Tank. Ist nicht so schlimm. Ich bin auch wieder da. Ja, geh mal drauf, die haben beide nicht mehr volles Leben. Ja, kommst du mit? Ja, ich komme auf jeden Fall mit, aber wir müssen halt zusammen drauf gehen, sonst sind wir nämlich tot. Ich komme auf jeden Fall mit, sagte er. Die Frage ist nur wann. Nein, Krux. Der Mutter. Hol ihn dir, hol ihn dir. Geht nicht. Fäng mal auf. Oh, du Sack, Alter. Ja, ja, da kippt der das Ding noch daneben, ey. Da kippt er das Ding daneben. Jetzt komm doch her. Mann. Ey, das gibt's nicht. Wo ist kein Member eigentlich hin? Der war doch vorhin auch noch hier. Ich bin im Dschungel. Nein, nicht du, der Feindliche. Ach so. Der ist vorhin irgendwo gewesen. Er war doch vorhin auch kurz in der Mitte, oder nicht? Oder war das für Mao? Ja, kann sein. Weiß ich gerade gar nicht. Das läuft ja nicht so gut für uns. Wollen wir gleich mal versuchen, den Orb zu holen? Könnten wir natürlich auch machen, aber... Ich weiß nicht, ob die das dann merken und abstauben. Das wäre dann wieder so ein scheiß Problem für uns. Problem haben wir so oder so. Ich meine, wir machen das so, wenn wir einen der Inhibitoren verlieren sollten, dann gehen wir dahin. Ja? Ja, ich habe halt gedacht, dass wir da ein bisschen mehr austeilen, denn wenigstens. Ja, das stimmt, aber lass das mal als Notfall planen. Ich glaube, das wäre ein bisschen besser. Ja, was ich meine, du kannst gerne drauf gehen, aber ich würde lieber warten. Ich wollte gerade sagen, was wichtig ist. Wir brauchen jetzt alle selber. Was macht der im Dschungel denn? Was soll denn? Ja, gute Arbeit, du Spast, Alter. Aua! Ja, komm, fick mich. Wieso macht Gideon eigentlich so viel Schaden? Ich verstehe das nicht. Der ist ziemlich stark geworden. Irgendwie schon, ne? Alter, da war ich schneller down, als ich gucken konnte. Ja, ging mir gerade auch so. Feng Mao hat mich mit seiner Ulti getroffen. Aber meine Lebensregeneration ist zum Glück nicht bei 1 oder so. Sondern bei 3, das geht noch. So, mal voll los geht's. Auch jetzt kommt Steel wieder links angeschissen. Aber der ist Half-Life. Links Steel? Mhm. Ja, soll ich da hingehen? Ich geh grad mal. Oh nein, nicht zurückgehen. Komm. Ja, jetzt hat er seinen Schildboost weg. Jetzt gibt's auf die Nudel. Alter, ich werde nicht mehr. Nein, du stoppst ihn mir nicht ab! Du dreckiger Hurensohn! Ja! So, damit hat er nicht gerechnet. Das ist nicht sein scheiß Ernst, ey. Die greifen gerade den Orb an. Boah, ich hasse es ja, warum. Geh da hin, versuch den abzustauben.
Oder sammel hier. Was laber ich gerade eigentlich? Weiß ich Versammelt nicht. euch da, so. Sammel euch da. Genau. Scheiße. Hauptsache, sie haben ihn nicht bekommen. Kriegen die gleich noch. Ja, er hat ihn gekillt. Mann, er ist ja überhaupt nicht so ein Abstauber. Okay. Alle nach rechts. Drei von denen sind down. Feng Mao geht erstmal zurück zur Base. Ja, okay, den ist jetzt wieder da. Stil hoch gleich. Wir müssen uns jetzt hier versammeln, anders kommen wir dann überhaupt nicht mehr weiter. Ja, das ist gefährlich. Ja, aus verschiedenen Gründen. Denn heute hatte ich noch eine Runde gespielt gehabt und da war das auch so. Da hatte einer von uns den Orb geholt, hat die ganze Zeit so getan, als würde er da den abliefern wollen und hatte den anderen befohlen, dass die linke Lane attacken sollen. Und da sind wir dann ganz durchgekommen. In der Zeit, wo er die abgelenkt hat. Ja, das ist gut gemacht. Nein, eigentlich ist es auch gut, so früh wie möglich den anzugreifen. Weil sonst schwitzt er sich da irgendwie durch mit einem Leben und dann ist er drin. Ja. Da müssen wir echt gucken, wie wir das jetzt angehen. Die gehen alle durch den Jungle. Geh du auch mal hin, ich bleib hier. Aber wir kommen hier alle. Okay, da müssen wir jetzt eh alle drauf gehen dann. Alter, Selverbock macht sich unsichtbar und geht dahin. Mhm. Geiler Typ. Ja, und links ist unser Enemy. Selverbock, komm her, wir brauchen jetzt alle. Das sind immer solche Situationen, die hasse ich ja, ne? Wenn du so ein Team hast, auf das du dich nicht verlassen kannst. Das ist wunderbar. Jetzt geht er alleine drauf, Alter. Was soll denn das? Du bist doch Sparrow, Mann. Ja, Maria ist auch gleich weg. Ich check das nicht. Die gehen immer alle alleine drauf. Die müssen mal ein bisschen warten. So. Na, jetzt sind wir dran, wa? Ah, Feng Mao ist durch, weg. Fuck. Rückzug. Ja, da hatte ich keine Chance. Ich war sofort bei weniger als der Hälfte. Scheiße, ja, ich benötige Hilfe, Alter. Zieh dich doch zurück. Keine Chance, wenn die den Orb haben. Vor allem nicht, wenn die da mit 4 Mann ankommen. Ja, ich weiß es auch nicht, was bei dem abgeht. Wundert mich aber auch ehrlich gesagt nicht mehr. Also von denen hatten wir echt kein Solo, dass es sich lohnt, da noch drin zu bleiben. Eben. Und wenn das sicher ist, dass sie den Orb abliefern, dann am besten direkt zurückziehen. Na, und der ist auch weg. Na, jetzt holen die den Turm. Scheiße. Ja. Das sieht nicht gut aus. Wollen wir uns gleich Gideon holen? Das Gideon holen, oder? Ja. Okay. Attacki! Das war, würde ich mal sagen, Fail. Ich krieg ihn nicht. Einmal zurückgedrängt, ja. Ja, das ist ja auch schon mal was wert. Ja, links kommt jetzt Feng Mao und Steel, glaube ich. Leute, links, unser Inhibitor steht noch. Leute, ich dachte, der wäre weg. Ja. Das dachte ich auch. Wenn unsere Minions auch mal ankommen. Danke. Okay. Ja, jetzt kommen sie hier zu viert. Zu fünft. Jawohl. Was hängt der da mit seiner guten Arbeit an? Ja, Muriel ist auch ganz schlau. Hauptsache, er macht erstmal die Minions im Jungle, ey. Ist er high?
Hey, ja, lass mal sein. Ich blute weh. Was für Vollidioten. Ah, Sparrow ist auch Warum tot. gehen Sparrow und sowas in den Nahkampf, obwohl die doch überhaupt nichts aushalten? Weiß ich nicht. Und Sparrow Rock ist am Arsch der Welt. So, den habe ich mir geholt. Nice. Bearbeitet gerade Stil. Jawohl, Assist. Nein, warum? Warum? Nein, du kannst Hä? Nicht, nein! Komm zurück! Ja, lauf mal den langen Weg, mein Freund. Lauf mal den langen Weg. Nein! Lol, Alter, was ein Satz. Kommst auf einmal. Aua, Stein. Jaha, gut. Kommst auf einmal von rechts durch mein Bild gesprungen. Oh, ja, sorry. Na ne, gut, du hast ihn ja Aber das war jetzt, gerade Teamwork, weißt du? Wir haben alle geholt. Oder ich glaube, ne, zwei sind weg. Alter, die Minis gehen mir gerade hart, ey. Ich bin auch voll mit drin. So macht man das. Mittendrin statt nur dabei. Genau, wir müssen jetzt wirklich aufpassen. Die wollen uns auf den Inhibitor in der Mitte holen. Da ist nämlich Feng Mao. Wir kommen in der Mitte. Nett, wenn du mitkommst. Ich mach den ungern alleine. Ja, ich muss einmal Feng Mao kurz... ist immer so ein Angstgegner von mir. Ja, ach komm, scheiß auf. Ich werde noch wieder gehen. Lupschi? Komm los! Ja, nicht alleine drauf gehen. Okay, Rückzug. Rux kommt, zieh dich zurück. Du hast ihm irgendwie fast gar nichts abgezogen. Ne? Nö, irgendwie nicht. Ich muss einmal. Warte, wie skillt der sich? Leben auffüllen. Auf Rüstung und Angriff, ja, kannst vergessen. Okay, das ich kann den Turm nicht alleine beschützen. Ne, ich muss da einmal kurz Leben auffüllen. Ah, das... Mann, ey, wieso zieht sich Muriel denn auch hierhin zurück? Die Minions hier hätten doch die Minions machen können. Naja, ich check das also... manchmal nicht. Ja, gute Arbeit. Wo bist du denn, Alter? Wieso bist du denn im Jungle? Du bist nicht Indiana Jones, Mann. Ich verstehe diesen Typen nicht. Alter Paddy! Weg da, lauf um dein Leben! Boom! Leck meine Nüsse! Ja, komm her. Hä? Ich meine, wir haben das Spiel verloren, aber er hat dich nicht mehr gekillt. Ey, guck mal, wer hier ist! Sephiroth! Wer? Jawohl! Sephiroth, Alter, was geht? Bam! Nochmal schnell ein raushauen hier. Boom! Mann, ist dieses Team gut gewesen, ey. Oh ja. Einzigartig. Mein Respekt an die Gegner, die waren gut. Ja, das muss man ja auch mal sagen. Aber... unser Team. Ach, nicht gut. Mal wieder erste Sahne. Oh ja, du sagst es. Gut, dann würde ich auf jeden Fall an dieser Stelle sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Tschüss.